Zell am See Kaprun im Salzburger Land. Luftkurort unter anderem mit dem herrlichen Zeller See. Ein perfekter Ort zum Entspannen. Bayer 04 Leverkusen nutzt allerdings die wunderschöne Umgebung mit dem Tauern-Spa-Hotel zur Arbeitsgrundlage für das einwöchige Sommertrainingslager ab dem 12. Juli. Die neue Kooperation zwischen Bayer 04 und dem exklusiven Tourismuspartner Salzburger Land ermöglicht dem Team der Werkself für den Aufenthalt bestmögliche Bedingungen. Das 4-Sterne-Wellness-Hotel mit rund 160 Zimmern und Suiten bietet nach den anstrengenden Übungseinheiten großen Komfort für den Champions League-Teilnehmer aus dem Rheinland, sowohl im Innern als auch auf der Außenanlage. Auch die Saunen lassen keine Wünsche für die Bayer 04-Belegschaft offen. Im Restaurantbereich, in dem die Werkself separat verköstigt wird, können die Bayer 04-Profis ihre gesunde Ernährung in angenehmem Ambiente zu sich nehmen, vielleicht auch einmal auf der Restaurantterrasse. Modernste Arbeitsbedingungen für die Bayer 04-Spieler im Fitnessraum, moderne Cardio- und Kraftgeräte stehen zur Verfügung. Nach der kräftezehrenden Trainingseinheit können die Physiotherapeuten mehrere Profis gleichzeitig behandeln. Auch der Außenbereich des Tauernspa Zell am See Kaprun lässt keine Wünsche offen. Von der hohen Qualität der Hotelanlage überzeugte sich nun eine hochrangige Bayer 04-Delegation, unter anderem mit Sportchef Rudi Völler, vor Ort. Ja, die Bedingungen, das ist ja letztendlich das Wichtigste bei einem Trainingslager, sind natürlich optimal. Wichtig ist, dass auch die Spieler nicht nur gute Trainingsplätze haben, sondern auch dann einen Bereich im Hotel, in dem sie ein bisschen unter sich sind, wo auch die Möglichkeiten danach, nach dem Training, ein bisschen mit einem Schwimmbad, mit anderen Möglichkeiten, sich auch ein bisschen zu erholen nach harten Trainingseinheiten. Das ist hier natürlich total gegeben. Tolle Luft hier, das ist oft so in den Bergen. Nee, wir sind glücklich, dass wir hier in Kaprun so gut aufgehoben sind und das wird sicherlich ein tolles Trainingslager. Dass Zell am See Kaprun sich seit Jahren als Ausrichter internationaler Trainingscamps einen hervorragenden Namen gemacht hat, lässt sich auch an der idealen Beschaffenheit des Trainingsrasens feststellen. Zwei separate Trainingsplätze in der Nähe des Hotels mit richtig sattem Grün. Da lacht auch das Herz von Bayer 04 Greenkeeper Dieter Prahl. Wir finden hier hervorragende Bedingungen. Werden wir vorfinden fürs Trainingslager. Sattes Grün, es läuft alles. Jetzt bin ich zufrieden und da können die hier schön 10 Tage hier arbeiten. Großen Anteil an der erfolgreichen Suche nach einem optimalen Trainingslager mitsamt hervorragenden Trainingsbedingungen hat Teammanager Hans-Peter Lehnhoff. Man hört ja, wie viele Bundesliga-Mannschaften hier überall runterfahren und man sieht einfach, es macht unheimlich Spaß. Und es ist sehr wichtig, sich in der ersten Vorbereitungsrunde, das heißt fürs erste halbe Jahr, sehr gut vorzubereiten und man kann hier halt alles finden. Bayer 04 wird vor Ort auch 2 Testspiele im Rahmen des Trainingslagers bestreiten. Ein perfektes Paket also, das der Werkself geboten wird, in einer reizvollen Umgebung. Das Ganze wird abgerundet durch die Nähe zum Flughafen und der kurzen Flugstrecke zwischen dem Rheinland und Salzburg. Das Salzburger Land hat eben nicht nur die schöne Landschaft, die fantastischen Hotels, die Skigebiete, die Kultur, die Festspiele, sondern man ist sehr, sehr schnell im Salzburger Land. 1 Stunde Flugzeit von Düsseldorf oder von Köln aus hierher mit unserem Partner Air Berlin und Germanwings. Ein Katzensprung ins Paradies. Bayer 04 und das Salzburger Land. 2 starke Partner, die gleich zu Beginn ihrer Kooperation ein erstes ganz großes Highlight setzen. Das Trainingslager der Werkself in der Region Zell am See Kaprun ab dem 12. Juli. Die Vorfreude ist auf beiden Seiten schon jetzt zu spüren.